Erst im Auto konnte ich laut Musik hören. Denn im Mietshaus konnte ich damit niemand stören. Bloß mein Vater war ein Schichtarbeiter. Also war ich zu Haus grundsätzlich leise. Und darum bin ich so ein ausgewachsener Autonarr. Weil ich so auffällig gerne Auto fahr. Weil ich unheimlich gerne was erfahr. Und meinen Gedanken häng ich im Auto nah. Meistens fahr ich im Jahr 250.000 Kilometer, verteilt in ein goldenes Punktesystem. Es gab Jahre, da konnte man meine Punkte vom Weltall aus funkeln sehen. Diese Punkte entstehen wie ein schwarzes Loch, doch ich entkam dem Sog der schwarzen Löcher gerade noch. Denn ich fahr gern Bus, wenn ich muss. Darum bin ich so ein ausgewachsener Autonarr. Weil ich so auffällig gerne Auto fahr. Weil ich so unheimlich gerne was erfahr. Meinen Gedanken häng ich im Auto nach. Yeah. Das mit dem Auto ist für mich spirituell. Im Innern führst du ein leises Gespräch und draußen bläst der Wind laut und schnell. Im Auto fühle ich mich verbunden mit anderen Menschen. Ich nenne uns gerne die Incarnation. An einem weit entfernten Tag beamt dich das Ding mit dem Faradayischen Käfig. Und darum bin ich so ein ausgewachsener Autonarr. Weil ich so auffällig gerne Auto fahr. Weil ich so unheimlich gerne was erfahr. Meinen Gedanken häng ich im Autonarr. Und darum bin ich so ein ausgewachsener Autonarr. Weil ich so auffällig gerne Auto fahr. Weil ich so unheimlich gerne was erfahr. Meinen Gedanken häng ich im Auto nah.